wenn man so am Feuer sitzt, das ist irgendwie immer so ein ganz besonderes Gefühl. Ich denke, die meisten werden es kennen, auch gerade am Lagerfeuer, das ist immer was ganz anderes, aber an so einem Kamin. Ich weiß nicht, was der Effekt dahinter ist, dass wenn du Feuer siehst oder diese Wärme spürst, das ist so was Natürliches irgendwie. Das ist jetzt kein perfektes Kaminholz, das ist einfach so ein bisschen, sagen wir mal, vom Garten aus. Aber ist ja nicht schlimm. Aber das ist so was ganz Spezielles, ja. Ja, heute mal ganz anderer Ansatz. Ich hätte fast gar nicht gedacht, dass ich heute noch irgendeine Aufnahme mache. Normalerweise hätte ich heute ein Video rausgebracht. Ich mache ja so alle 3 Tage. Ich denke mal, und darauf komme ich dann gleich nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand interessiert, was zum Beispiel diese Abstände anbelangt. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber heute hing ich so in den Seilen. Also es war wirklich zum Kotzen. Also es ging mir richtig schlecht. Ja, also ich denke, eine Mischung aus dem fehlenden Schlaf und halt auch diesem, ich nehme ja das Antibiotikum nicht umsonst, wegen dieser leichten Entzündung. Und irgendwie insgesamt, ich war so groggy, ich war so erledigt. Und dann war ich heute wieder bei meinem Arzt gewesen, also bei meinem Gastroenterologen, um mich wieder vorzustellen, so wie immer. Und haben wir auch wieder ein bisschen geredet. Jetzt habe ich noch ein anderes Mittel, was ich dann probieren kann. Jetzt habe ich leider gerade den Zettel nicht, weil den Namen konnte ich mir beim besten Willen nicht merken. Das hatte ich mir letztens schon mal zurücklegen lassen in der Apotheke, weil mir das im Krankenhaus vorgeschlagen wurde, weil ich gefragt habe, gibt es vielleicht noch irgendein Mittel, was ich probieren könnte, was vielleicht hilft, was ich noch nicht kenne. Und dann hat er dann das erzählt. Und das ist eigentlich was bei anderen Krankheitsbildern, also schon in die Richtung, aber noch bei was anderem quasi eingesetzt wird. Ich kann es jetzt gerade mal nur so umschreiben, weil ich jetzt nichts Falsches sagen will. Trotz alledem könnte man es bei mir auch probieren. Und dann habe ich das bei der Apotheke, weil ja das auf einem Rezept war, mit einem Antibiotikum, habe ich gesagt, wie machen wir das jetzt? Weil ich will das jetzt eigentlich nicht direkt mitnehmen. Ich will erst nochmal mit meinem Arzt sprechen, also meinem Gastro, um nachzufragen, ob sich das irgendwie beißt, zum Beispiel mit meinem Tinktura Opi oder ja, oder auch gerade jetzt zum Beispiel mit dem Antibiotikum. Natürlich, der Arzt im Krankenhaus hätte mir das bestimmt direkt gesagt, aber ich wollte halt nochmal, weil ich da nicht explizit nachgefragt hatte, wollte ich halt nochmal bei meinem Arzt einfach nachfragen, zumal ich den auch schon viel länger jetzt kenne. Gut, und dann habe ich das bei der Apotheke so gemacht, dass ich das eine mitgenommen habe und das andere, was ich dann noch nicht genau wusste, habe ich dann zurücklegen lassen sozusagen, weil ich gesagt habe, was ist denn, wenn ich es jetzt nicht brauche? Also wäre ja doof, wenn ich es dann direkt mitnehme und ich dann das dann doch gar nicht verwende oder so. Ja. Jetzt habe ich das abgesprochen, dann sagt er doch, das kann man mal probieren. So nach 2-3 Tagen sollte man merken, ob es wirklich was bringt. So, anscheinend ist es so ein Pulver. Und ich werde nachher mal nochmal den Namen einblenden von diesem Mittel. Und das kann man irgendwie trinken dann. Und schmeckt scheinbar ziemlich gräuslich, aber bin mal gespannt. Ja. Ja, da war ich heute halt noch gewesen bei dem Arzt und same old story. Ja. Er ist auch nach wie vor zuversichtlich, dass es noch besser wird. Ich ja auch. Er meinte auch, man darf nicht aufgeben. Das habe ich gesagt, ja klar, ist mir klar, ich will ja auch gar nicht aufgeben. Ja, darum, das ist ja mein Motto. Nur ich meinte halt, es ist halt teilweise wirklich sehr deprimierend, weil man halt irgendwie immer am selben Punkt steht irgendwo. Auch kleine Sachen verbessern sich irgendwie, aber das Wesentliche, was einen ja so einschränkt, ist halt das, was sich noch nicht bessert. Und da dann immer so weiterhin den Glauben dran zu haben, ist manchmal schwierig. Aber gut, man steckt den Kopf nicht in den Sand. Dann habe ich halt noch so ein paar Erledigungen machen können, aber ich war so erledigt, ey, also es ging gar nichts. Und deswegen habe ich dann heute auch habe ich gar keine Aufnahme mehr gemacht. Und ich habe das schon mal beschrieben, immer wenn es mir schlecht geht, und ich meine, es ging schon Stufen noch schlechter, das ist ja nicht zu vergleichen unbedingt, aber stelle ich immer fest, dass ich dann gerade das, wenn es darum geht, irgendwie was, sagen wir mal, Kreatives zu machen, im Allgemeinen, da geht gar nichts. Kann ich total in die Tonne treten, da habe ich überhaupt gar keine Inspiration, nichts. Das ist wie, als würde sowas gar nicht vorhanden sein, obwohl ich es weiß. Das ist mal ganz interessant und so war es eigentlich schon heute in die Richtung und ich dachte, nee, geht gar nicht so. Ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen größer schon wäre, könnte man sogar für die, ich sag jetzt mal, Community was reinschreiben. Wobei ich finde,
müsste man sich wirklich jetzt rechtfertigen irgendwo. Aber es wäre auch wiederum irgendwie so eine Info, da kann man ja so reinschreiben, ich habe sowas schon mal gesehen, wo Leute halt, ja, dann schreiben, weiß ich nicht, jetzt mal nur so ein dummes Beispiel, der Stream fällt heute aus oder so. Und dann kann man das so direkt mitbekommen, ohne sozusagen, dass man extra ein Video hochladen muss, um das mitzuteilen. Das finde ich ganz interessant, aber ich glaube, sowas kann man nur machen, wenn man wahrscheinlich ein bisschen größer ist. Aber da sind wir auch bei dem Punkt, den ich mal so ansprechen wollte. Ich habe mir die Fragen schon mal gestellt. Ich habe die Fragen auch schon mal mit jemandem besprochen, und zwar Sandok. Das sind ja alles so AKAs, ne? Das sind ja diese Spitznamen oder diese... Weiß ich, wie man sowas nennt. Das habe ich alles so ins Leben gerufen, damit die Leute halt nicht ihre wahren Namen nennen müssen. Was ich mich halt manchmal so frage, ist zum einen diese erste Frage, die ich, glaube ich, gestellt hatte, von wegen, spielt das für irgendjemand in diesem kleinen Rahmen? Und das ist ja ein kleiner Rahmen, was ja nicht schlimm ist, aber umso besser eigentlich, wenn man dann wie so eine kleine Community hat, sage ich mal. Spielt das überhaupt eine Rolle für irgendjemanden, was Upload, sagen wir mal, Kontinuität anbelangt? Also ist das irgendwie, fällt das einem schon auf, von wegen, aha, nach 3 Tagen kommt schon ein Video oder so? Das ist so die eine Frage. Ist es dann wiederum auch irgendwie blöd, wenn es nicht kommt, oder ist es eigentlich total egal? Ich selber bild mir darauf nichts ein, keine Sorge. Nur ich habe Interesse daran, sowas natürlich schon relativ kontinuierlich zu machen. Und jetzt nicht zu sagen, ich mache ein Video und dann sehen wir uns in 2 Monaten wieder. Das macht für mich gar keinen Sinn. Das ist ja, ich habe ja am Anfang natürlich noch viel mehr gemacht und viel schneller, aber ich habe mir dann gedacht, das ist einfach zu schade, ja, und es ist dann zu schnell. Das kann ja jeder machen, wie er will, das ist so ein Satz, den ich immer gerne sage. Und was mich auch mal interessieren würde, was war das? Ich muss kurz überlegen, jetzt muss ich im wahrsten Sinne kurz überlegen, was ich sagen will. Aber wir lassen das jetzt so. Ja, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, was gefällt einem besser? Gefällt es besser, wenn ich sozusagen Musik drunter lege? Vielleicht ist auch schon mal einem aufgefallen, dass ich im Intro eigentlich immer denselben Track nehme, weil ich es ganz cool finde, der gefällt mir ganz gut. Das ist auch so eine ganz normale lizenzfreie Musik von YouTube direkt. Gibt es ja so eine Audiobibliothek. Finde ich ganz cool. Ich finde es gut, wenn es so einen Wiedererkennungseffekt gibt, aber wie ist das im Allgemeinen? Jemand, der das sieht, ist es besser, wenn man keine Musik drunter legt? Und das ist cool, wenn Musik drunter ist. Das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und was war noch? Ja, genau, so eine Frage wie zum Beispiel, ist es irgendwie cooler, wenn die Videos länger sind, oder ist es besser, wenn die Videos kurz sind? Ich denke, das ist aber auch schwierig, weil es kommt natürlich aufs Thema drauf an. Aber ich zum Beispiel, ich selber kann jetzt nur von mir reden. Ich selber hab's oft gerne, wenn ich die ich verfolge, und das meiste ist aus den USA, wenn die Videos länger sind, weil man hat ja Bock drauf, wenn man die Zeit sich nimmt und sich was anguckt und das irgendwie ein cooles Format ist, was auch immer, das kann ja alles Mögliche sein, dann hat man schon Bock drauf, irgendwie längere Sachen zu sehen, vor allem wenn es sich trägt. Natürlich ist es schwierig, wenn es jetzt mega langweilig wäre, aber das ist immer dann, also so, das ist ja selbsterklärend, dass das dann nicht so gut funktioniert wahrscheinlich. Wobei die komischen Sachen funktionieren, das ist nochmal dahingestellt. Aber egal. Das heißt, was ist da so die Ansichtssache? Ich würde es interessant finden, ich bin ja auch, wenn einem das aufgefallen ist, jemand, der jetzt bei dem Punkt angekommen ist, wo wir jetzt schon sind, ich bin überhaupt nicht der Typ dafür, der sagt, ja, bitte abonnieren und hier Like da lassen und was weiß ich, diese Glocke anklicken und den ganzen Scheiß. Ist ja nicht so, dass ich das nicht kenne und ich weiß, warum man das macht. Und das macht ja auch wahrscheinlich Sinn. Nur ich bin einfach kein Typ dafür, das sich da so hinzustellen und das dann so zu sagen. Zumal ich mir denke, wir sind doch jetzt schon so weit. Ja, YouTube gibt es seit 2005. Ich bin auch einer, der von Anfang an schon das genützt hat. Man weiß doch wohl selber, wie das alles funktioniert. Muss man das wirklich erwähnen? Wie sieht man das? Wie seht ihr das zum Beispiel? Wenn jetzt mal, ich frage auch selten so. Also klar, ich sage immer gerne kommentieren und so, was dazu sagen, aber jetzt mal wirklich nur auf dieses Video-Ding bezogen. Wenn einer was zu sagen möchte irgendwo, von wegen, ist sowas, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Wenn ich sage, ich möchte das abonnieren, dann mache ich das. Und wenn ich ein Like geben möchte, dann mache ich das. Und wenn ich ein Dislike geben möchte, mache ich das. Und wenn ich kommentieren möchte, mache ich das. Also warum muss man das so erwähnen? Das verstehe ich nicht so genau. Also ich auf der einen Seite schon, aber ich finde es halt irgendwie total unnötig, weil ich sehe ja auch Leute, das finde ich ja richtig cool, auch mal danke dafür auf jeden Fall, die Likes, die ich sozusagen bekomme, die ja schon ein Teil des Ganzen sind und die ja auch was bringen, zumal wenn man quasi jetzt eine höhere Reichweite hätte,
bringt das ja umso mehr was, sodass auch, denke ich mal, durch diesen Algorithmus andere Leute dann auf die Videos kommen und so weiter. Darum habe ich ja nie gefragt. Und jedes Mal habe ich schon so ein paar Likes auf das Video, auf die Aufrufzahl bezogen. Also das freut mich natürlich extrem. Ja? Aber ohne jetzt danach zu fragen. Das zeigt ja eigentlich, dass natürlich logischerweise Leute wissen, wie das geht. Ist doch logisch. Also, ja, also so Fragen einfach mal in den Raum geworfen. Wie gesagt, Musik und das Video, ja, nein. Also einfach nur mal so Interesse halber. Kurze, lange Videos und halt diese komische Geschichte da mit dem, ob man das erwähnen muss, ob das sollte doch eigentlich jedem klar sein. Ja, heute mal so ein anderes Video, jetzt habe ich doch noch eine Aufnahme gemacht. Ich weiß nicht, das war jetzt einfach mal. Leute, jemand, der sagen würde, was ist da los, in meine Info gucken, da steht von Anfang an drin, ohne mich rechtfertigen zu müssen, aber hier werden verschiedene Dinge erscheinen, so wie ich Bock habe. Und jetzt ist einfach mal ein Video vom Kamin entstanden. Wir konnten mal ein bisschen quatschen so. Hat jetzt doch noch Bock. Hat mich so ein bisschen gefangen. Ja. Und auch danke wirklich für die letzten Kommentare. Die waren mega nett, mega cool. MK ist raus. Bis zum nächsten Mal.